In unserem nächsten Live-Beitrag soll es jetzt darum gehen, möglichst lange jung auszusehen. Bei Barbara hat sich jetzt Sophia Kichel eingefunden von Vasque Age. Sophia, bitte verrate uns dein Geheimnis. Danke, Lisa. Dann übernehme ich gleich wieder mal. Ja, also wie schon angekündigt, ist die Frau Dr. Sophia Kichel bei uns. Sie ist eben Wissenschaftlerin und Ärztin und arbeitet auch beim Forschungszentrum Vascage in Innsbruck. Und sie wird uns heute etwas über das Thema Forever Young erzählen, wo es hauptsächlich darum geht, wie man seine Blutgefäße auch gesund erhalten kann, was eben mit bei Atherosklerose alles passieren kann. Und eben auch schon darauf, also dass man auch schon in jungen Jahren auf das eben schauen kann und auf seine Risikofaktoren reduzieren könnte. Bitte, Sophia, erzähl uns etwas über Forever Young. Schönen Abend auch von meiner Seite. Freut mich, dass sich einige eingeloggt haben. Danke für die nette Einleitung. Wie gerade schon angekündigt, wird es heute vor allem darum gehen, was ein gesunder Lebensstil und eine gesunde Ernährung eigentlich wirklich bedeuten und wie man damit schon im jungen Lebensalter sein Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Kannst du uns vielleicht einmal bitte kurz erklären, was jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen eigentlich genau sind und warum das auch schon junge Leute betrifft? Ja, gerne. Laut der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer eins bei uns in Österreich, aber auch weltweit gesehen. Vor allen anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel auch den Krebserkrankungen. Was zählen wir jetzt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Wir zählen dazu vor allem den Herzinfarkt und den Schlaganfall. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was Herzinfarkt und Schlaganfall gemeinsam haben. Und da kommen jetzt die Blutgefäße ins Spiel. Herz und Gehirn sind Organe, die Sauerstoff und Nährstoffe zum Funktionieren und auch zum Überleben brauchen. Und das setzt voraus, dass wir durchgängige Blutgefäße haben, damit Sauerstoff und Nährstoffe dann wirklich auch zum Gehirn kommen. Wir sehen da wir sehen da ein Gefäß. Die gewellte Linie zeigt das Ende der normalen Gefäßwand an. Im Dunkeln hat das Blut sozusagen Platz, um Sauerstoff und Nährstoffe zu transportieren. Und hier sehen wir schon eine fortgeschrittene Gefäßwandverengung, die sogenannte Gefäßverkalkung, die dann verhindert, dass genug Sauerstoff und Nährstoffe zum Herz und zum Gehirn kommen. Wie schaut es jetzt in echt aus, sozusagen? Hier sehen wir auf der rechten Seite ein Gefäß, unten die normale Gefäßwand. Und oben dann schon eine moderate Gefäßwandveränderung, die dann verhindert, dass genug Blut durchkommt zum Herzen, zum Hirn. Und da kann es auch passieren, dass sich einmal ein Stückchen von dieser Verengung ablöst und ein kleineres Gefäß weiter hinten im Gehirn zum Beispiel verstopft. Da das Ganze noch einmal im Längsschnitt und man kann sich vorstellen, so eine Gefäßwandverengung, die bildet sich so nicht mehr von selber zurück. Da ist das Ganze noch einmal, der Verlauf noch einmal grafisch dargestellt. Das Gefäß auf der linken Seite ist ein junges, jugendliches Gefäß sozusagen, wie es hoffentlich bei allen Zuschauern ausschaut. In der Mitte sehen wir ein Gefäß mit einer beginnenden Gefäßwandverengung und auf der rechten Seite ein Gefäß, wo schon fast kein Blut mehr durchkommt, was dann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zur Folge haben kann, eine Funktionseinschränkung vom Herz und vom Gehirn und es kann auch zur Folge haben, dass zum Beispiel ein Teil vom Gehirn oder vom Herz abstirbt. Und was heißt es jetzt, wenn ein Teil vom Gehirn abstirbt? Wir haben im Gehirn ja verschiedene Zentren, zum Beispiel das Sprachzentrum. Und wenn der Teil vom Gehirn, der gerade nicht mehr gut funktioniert oder abstirbt, im Sprachzentrum sitzt, dann kann man nicht mehr gut sprechen. Wenn das die Bewegungszentren betrifft, dann kann man vielleicht Arme und Beine nicht mehr gut bewegen. Oder wenn es das Gefühlszentrum betrifft, dann kann man vielleicht nicht mehr gut spüren. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr häufig. Jeder Dritte von uns, jeder Dritte von euch wird im Laufe des Lebens von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen sein. Wir haben zwar ein sehr gutes Gesundheitssystem, allerdings werden bei uns die Menschen ja immer älter, was dann auch zur Folge hat, dass in den nächsten Jahrzehnten das Problem der Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch weiter zunehmen wird.
Das sehen wir hier. Das ist zwar für die USA, aber das ist in Europa und auch in Österreich genau gleich. Und zwar gibt es Schätzungen, dass bis 2035 fast die Hälfte aller Amerikaner, aber auch aller Europäer oder Österreicher eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben wird. Man kann sich vorstellen, das bewirkt dann sehr, sehr viele Todesfälle, auch viele Menschen, die das überleben und dann körperliche und selten auch geistige Beeinträchtigungen davontragen oder auch Behinderungen und natürlich sehr, sehr hohe Kosten für unsere Gesundheitssysteme. Das war jetzt die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass über 70% dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Risikofaktoren ausgelöst werden, die potenziell eben vermeidbar oder beseitigbar wären. Aha, also deswegen ist es so, dass das mit dem auch schon die jungen Leute betrifft. Also die haben, wenn ich es richtig verstehe, zwar noch keine Symptome, könnten aber schon wirklich was tun, um die Risikofaktoren zu senken. Und was wären jetzt dann die Risikofaktoren? Das sieht man auf dieser Folie. Vieles ist wahrscheinlich eh schon bekannt, dass zu wenig Bewegung oder auch ungesunde Ernährung nicht zu einem gesunden Lebensstil dazugehören. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Auch das Cholesterin haben wahrscheinlich einige schon einmal gehört. Ein Blutfett, das auch ein wichtiger, häufiger Risikofaktor ist. Dann Störungen im Zuckerstoffwechsel, der sogenannte Diabetes, das Rauchen und auch der erhöhte Blutdruck, um nur einige von den wichtigen, häufigen Risikofaktoren zu nennen. Da sehen wir den Einfluss dieser Risikofaktoren. Unten die grüne Linie heißt keine Risikofaktoren. Und das sehen wir, ist bei Männern und bei Frauen ähnlich, dass wenn man keine Risikofaktoren hat, die wir jetzt gerade genannt haben, dann hat man bis ins hohe Alter ein sehr, sehr niedriges Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Bei einem oder mehreren Risikofaktoren ist das Risiko schon bedeutend höher. Man kann jetzt an der Grafik auch abschätzen, dass je früher man diese Risikofaktoren beseitigt, umso weiter kann man sein Risiko senken. Es schaut jetzt auf der Grafik so aus, als ob diese Risikofaktoren erst ab dem 50. Lebensjahr überhaupt auftreten erst würden und da auch erst wichtig sind. Das ist leider nicht so. Wir haben auch in Studien an österreichischen Jugendlichen gesehen, dass Risikofaktoren auch erhöhtes Cholesterin, Bluthochdruck, von dem junge Menschen häufig glauben, das hat man erst ab einem bestimmten Alter, durchaus aber im Jugendalter schon häufig sind. Und dass junge Leute, die vielleicht schon ein bisschen dickere Gefäßwand haben als ihre Altersgenossen, auch meistens schon mehr Risikofaktoren haben. Also dass das durchaus im jungen Alter schon häufig ist, dass man Risikofaktoren hat und auch da, dass der Einfluss und die Auswirkungen schon gegeben sind. Hier sieht man die Situation noch einmal in Österreich, bei den österreichischen Jugendlichen. Und zwar sieht man, dass bei den 11- bis 17-jährigen österreichischen Jungs und Mädels Risikofaktoren wie zum Beispiel das Übergewicht eben auch häufig sind. Bis zu 20%, also jeder fünfte der österreichischen Jugendlichen wiegt leider zu viel. Ähnliches gilt für die sportliche Betätigung. Und zwar sehen wir hier, dass mit 17 Jahren nur mal 5 bis 10% der österreichischen Jugendlichen die Bewegungsempfehlungen erreichen. Beim Rauchen schaut es ähnlich schlecht aus. Mit 11 rauchen zwar noch sehr wenige Jungs und Mädels, aber mit 17 sehen wir, dass bereits jeder vierte bis fünfte der österreichischen Jugendlichen raucht. Im internationalen Vergleich schaut so aus, dass das bei der körperlichen Aktivität zwar den Anschein macht, dass Österreich da noch ganz gut dabei ist, aber wir haben ja gerade gesehen, mit 17 Jahren erreicht fast niemand mehr die Bewegungsempfehlungen und beim Rauchen und beim Alkoholkonsum sind wir da sozusagen im negativen Spitzenfeld mit dabei, noch vor unseren direkten Nachbarn Schweiz oder Deutschland. Darf ich da gleich kurz nochmal zwischenfragen? Was sind jetzt eigentlich die Empfehlungen für Bewegung? Ja, genau. Also die American Heart Association empfiehlt für Jugendliche zumindest 60 Minuten sportliche Betätigung pro Tag. Und zwar mittlerer bis hoher Intensität. Was heißt das? Man sollte leicht ins Schwitzen kommen, ein bisschen außer Atem kommen. Die Herzfrequenz sollte leicht ansteigen. Für Erwachsene ist es ein bisschen lockerer, da muss man sich nicht ganz so viel bewegen. Das wären einfach zu verstehende Empfehlungen. Trotzdem sieht man hier an dieser Grafik links oben, dass nur 30% der Jungs und leider noch viel weniger Mädels
diese Bewegungsempfehlungen erreichen. Das ist schade, weil der Sport eine sehr effiziente Maßnahme wäre, um auf viele der Risikofaktoren, die wir gehört haben, sich positiv auszuwirken. Zum Beispiel auf den Blutdruck, auch auf das Übergewicht und auch auf den Fettstoffwechsel hat es positive Auswirkungen. Genau, da hast du vorher Cholesterin erwähnt. Was hat es mit dem so auf sich? Das Cholesterin ist ein Blutfett. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Fetttröpfchen in der Suppe. So schwimmt es im Blut herum und kann in den Blutgefäßen hängen bleiben, da Gefäßwandverdickungen auslösen und auch direkt diesen Prozess sozusagen anfeuern. Das Cholesterin ist zu einem gewissen Ausmaß familiär vorbestimmt. Das heißt, wenn Mama, Papa, Oma, Opa erhöhte Cholesterinspiegel haben, dann hat man sehr wahrscheinlich selber auch erhöhte Cholesterinspiegel. Man kann aber das Cholesterin positiv beeinflussen durch einen gesunden Lebensstil, indem man sportet, indem man Übergewicht vermeidet, indem man sich gesund ernährt. Und da sollte man vor allem Lebensmittel wie rotes Fleisch mit sehr viel Fettrand, Butter, Fertigprodukte, Fast Food und so weiter weglassen. Cholesterin, haben wir gehört, ist leider auch im jungen Alter schon häufig. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie erhöhtes Cholesterin haben und oft einmal fällt es so lange nicht auf, bis der erste Herzinfarkt oder Schlaganfall auftritt. Und dann kann man sich vorstellen, dass das erhöhte Cholesterin da schon jahrzehntelang Schaden angerichtet hat, den man dann nicht mehr rückgängig machen kann. Ähnlich verhält sich mit dem erhöhten Blutdruck. Auch der erhöhte Blutdruck ist häufig auch schon bei jungen Leuten. Jeder Dritte ist von einem erhöhten Blutdruck betroffen oder wird betroffen sein. Wir sehen hier an dieser Grafik, dass je höher der Blutdruck ist, also der obere und der untere Blutdruckwert, den das Blutdruckmessgerät ausgibt, umso höher ist das Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Auch hier wieder, man kann den erhöhten Blutdruck positiv beeinflussen durch Sporteln, durch Vermeidung von Übergewicht, durch gesunde Ernährung. Und beim erhöhten Blutdruck kommt vor allem auch der salzarmen Ernährung eine besondere Bedeutung zu. Das ist interessant. Aber das heißt, man sollte auch schon, wenn man da ein bisschen betroffen ist, wirklich auf das Salz in der Ernährung achten. Und wie geht man das an? Was muss man da beachten? Also viel sozusagen verstecktes Salz ist oft in Fastfood, in Fertigprodukten, in Tiefkühlprodukten vorhanden. Natürlich in salzigen Snacks, wie man sich vorstellen kann. Und auch auf das Nachsalzen sollte man so gut es geht verzichten. Weil wir sehen hier an dieser Grafik wieder der obere und der untere Blutdruckwert, dass je weniger Salz ich einnehme, umso niedriger ist mein Blutdruck und umso positivere Auswirkungen hat das auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genau, also nicht besser nicht täglich so Salzgebäck und Chips. Aber insgesamt gibt es ja sehr viel so Ernährungstrends. Da kennt man sich dann irgendwie bald gar nicht mehr wirklich aus. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was sagen. Das sieht man an dieser Grafik. Da sind verschiedene Lebensmittel aufgelistet und die Auswirkungen, die sie auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das heißt, je weiter rechts der Punkt und der Pfeil stehen, umso mehr steigern sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, umso weiter links, umso positivere Auswirkungen haben diese Lebensmittel. Da sehen wir ganz oben das prozessierte Fleisch, verarbeitetes Fleisch, wie zum Beispiel Wurst oder Speck, das ganz besonders gefährlich sozusagen ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auf der linken Seite sehen wir Lebensmittel wie Fisch, Obst, Gemüse, Nüsse oder Vollkornprodukte, die durchaus positive Auswirkungen haben auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn man sie isst. Unten sieht man die Getränke. Und zwar sieht man da, dass die gezuckerten Getränke ganz besonders schlecht sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gezuckerte Getränke enthalten viele sozusagen versteckte Kalorien. Und auch wenn man generell dem Körper mehr Zucker zuführt, als er in dem Moment gerade braucht, dann wandelt er den Rest in eine Speicherform um, die sogenannten Triglyceride. Das ist ein weiteres Blutfett und das ist ähnlich schlecht wie das Cholesterin. Beim Kaffee hat es da lange Diskussionen gegeben, ist das jetzt eher gut oder schlecht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Und momentan schaut es so aus, oder mittlerweile schaut es so aus, dass moderater Konsum, 3 bis 5 Tassen pro Tag, durchaus positive Effekte auf die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
Und dann hat man sich noch verschiedene Ernährungsformen angeschaut. Da sieht man mal die westliche Ernährung. Was ist das? Eine Ernährungsform, die viele Menschen bei uns auch pflegen, sozusagen mit viel Fleisch, auch einmal Fertigprodukte, wenig Obst, Gemüse, Vollkornprodukte. Und das hat natürlich negative Auswirkungen. Und auf der anderen Seite sehen wir Ernährungsformen wie die mediterrane Ernährung zum Beispiel. Die ist genau das Gegenteil. Also nicht sehr viel Fleisch, aber dafür viel Obst, viel Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse. Auch dem Olivenöl kommt da eine Bedeutung zu. Und generell als einfacher Richtwert kann man sagen, Ernährungsformen, die viel von diesen Lebensmitteln enthalten, aber wenig von diesen Lebensmitteln, die haben eher positive Effekte. Aber natürlich wichtig ist auch, dass die Ernährung trotzdem ausgewogen und nicht einseitig ist. Jetzt hast du das Olivenöl erwähnt, aber Fett ist allgemein eher ungesund, oder wie ist das? Ja, beim Fett ist es so, es gibt ja verschiedene Fettarten. Also Fett ist nicht gleich Fett. Da gibt es zum einen einmal das Transfett. Das Transfett ist vor allem viel enthalten in Frittierten, aber auch wieder im Fastfood, in Fertig- und Tiefkühlprodukten. Und an dieser Grafik sieht man, dass je höher der Anteil von dem Transfett an der Nahrungs- oder Kalorienzufuhr ist, umso höher ist das Sterblichkeitsrisiko. Auf der anderen Seite sieht man die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die viel vorhanden sind im Fisch, wie zum Beispiel im Lachs oder im Thunfisch oder auch in den Nüssen, die durchaus positive Effekte auf die Sterblichkeit haben. Gibt es noch einen so einen Ernährungstrend, den man jetzt sehr oft hört? Das ist dieses Low Carb. Kannst du uns dazu vielleicht auch ein bisschen was sagen? Der Low-Carb-Trend ist ja sehr beliebt in den letzten Jahren gewesen bei den Jugendlichen, vor allem wenn man gleichzeitig Sport macht. Da geht es darum, möglichst wenig sozusagen Kalorien zu sich zu nehmen. An dieser Grafik sieht man, dass wenn der Kohlenhydratanteil an der Nahrung sehr hoch ist, also 70 bis 80%, dann ist es schon so, dass das Sterblichkeitsrisiko erhöht ist. Aber was man auch sieht, ist, wenn man den Kohlenhydratanteil sehr stark reduziert, auf 20 bis 30% nur mehr, dann steigt das Sterblichkeitsrisiko wieder. Wieso ist das so? Man glaubt, dass das der Grund dafür ist, weil viele Menschen die Kohlenhydrate, die sie da einsparen, durch Dinge ersetzen, die noch viel schlechter sind. Zum Beispiel tierische Produkte, die dann wieder viel Transfett haben, das Cholesterin erhöhen und unterm Strich dann noch negativere Auswirkungen als die Kohlenhydrate haben. Bei den Kohlenhydraten ist es so, wieder ähnlich wie beim Fett, Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat. Wir haben schon gehört, Zucker sollte man eher in Maßen genießen. Längerkettige Kohlenhydrate, wie auch in Vollkornprodukten vorhanden sind, haben durchaus positive Effekte. Ähnlich ist es mit dem Trend, eben möglichst viele Proteine zu sich zu nehmen. Wir sehen an dieser Grafik verschiedene Lebensmittel oder verschiedene tierische Produkte sozusagen. Und dann sehen wir, was passiert, wenn man dieses Lebensmittel durch ein pflanzliches Produkt, durch pflanzliche Proteine ersetzt. Und je weiter links der Punkt und der Pfeil stehen, umso besser ist das pflanzliche Produkt im Vergleich. Und da sehen wir, dass bei fast allen tierischen Produkten das pflanzliche Produkt eigentlich besser wegkommt in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf die Sterblichkeit allgemein und auch aber in Bezug weniger auch auf Krebserkrankungen. Also man kann sagen, dass jeden Tag Fleisch zu essen sicher zu viel ist und dass es viele Menschen bei uns gibt, die zu viel Fleisch essen. Die American Heart Association empfiehlt da den Fleischkonsum auf maximal 200 Gramm pro Woche inklusive Wurst einzuschränken. Das heißt, jeden Tag ist sicher nicht optimal, sondern dass man an mehreren Tagen pro Woche mal zu einem pflanzlichen Produkt greift, wäre da sehr viel empfehlenswerter.
Wir haben jetzt gesehen, das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko hängt ganz dramatisch mit der Anzahl der Risikofaktoren zusammen. Das heißt, viele Risikofaktoren, hohes Risiko, keine Risikofaktoren, niedriges Risiko. Wenn man jetzt erst die Risikofaktoren beseitigt und einen gesunden Lebensstil einführt, wenn bereits der erste Herzinfarkt abgelaufen ist, dann kann man sich vorstellen, dass die Risikofaktoren schon im ganzen Körper jahrzehntelang sehr viel Schaden angerichtet haben, der so sich nicht mehr zurückbilden kann. Das heißt jetzt nicht, dass es im höheren Alter nichts mehr bringt, seinen Lebensstil zu ändern, seine Risikofaktoren zu beseitigen. Man sieht, ob man jetzt hier mit dem Risiko ist oder hier unten, macht durchaus einen Unterschied. Aber sehr viel effizienter wäre es, wenn man schon im jungen Alter seine Risikofaktoren beseitigt, gesunden Lebensstil einführt und so sein ganzes Leben in einer niedrigen Risikokategorie bleibt. Noch dazu muss man sagen, dass viele Risikofaktoren wie das Übergewicht, die ungesunde Ernährung, das Rauchen häufig schon im jungen Alter eingeführt wird und die meisten Leute es dann nicht mehr schaffen, diese ungesunden Gewohnheiten zu beseitigen und die meisten rauchen dann mit 50, 60 noch, sind auch dann noch übergewichtig und auch die Ernährung ist dann meistens noch nicht besser. Die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, da hat man viel ja eigentlich schon gewusst, was ein gesunder Lebensstil ist. Trotzdem haben wir gesehen, dass es ein Problem sein wird dass, und auch schon ist, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen so häufig sind und noch mehr zunehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass man an allen möglichen Ansätzen sozusagen angreift. Und genau das macht die Forschung, genau das machen wir beim Forschungszentrum Bastiatsch in Innsbruck. Wir beschäftigen uns mit Gefäßalterung und auch vor allem mit dem Schlaganfall. Wir haben schon sehr viel mit, von der Vorbeugung gehört, ein wichtiges Fokusgebiet von uns. Aber wir beschäftigen uns auch mit der Verbesserung von der Diagnose, dass man Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen früher und besser erkennt, dass man auch die Therapiemöglichkeiten ausbaut und erweitert. Und ein weiterer Fokus liegt auf der Rehabilitation. Das heißt, wenn Menschen Beeinträchtigungen, zum Beispiel von einem Schlaganfall, davongetragen haben, dass sie diese Einschränkungen möglichst gut wieder beseitigen können und auch gut damit leben lernen. Und da ist es wichtig, dass diese Ergebnisse auch dann zur österreichischen Bevölkerung kommen und in die Anwendung und so ein anwendungsorientiertes Forschungszentrum ist MaskAge. Noch einmal kurz zur Vorbeugung. Was machen wir jetzt da konkret? Wir machen Studien an Tiroler Jugendlichen, indem wir uns die Risikofaktoren, die wir gehört haben, genauer anschauen und auch einige neuere Risikofaktoren und dann auch Zeichen früher Gefäßalterung. Und zwar machen wir das mittels der Pulswellengeschwindigkeitsmessung und mittels dem Gefäßultraschall. Das ist die Pulswellengeschwindigkeitsmessung. Die Pulswellengeschwindigkeit ist ein Maß für die Gefäßwandsteifigkeit. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Gummirohr, also ein Blutgefäß. Je elastischer das ist, umso besser. Durch die Risikofaktoren wird es aber spröde und somit steigt die Pulswellengeschwindigkeit. Das heißt, je höher die Pulswellengeschwindigkeit, umso steifer die Gefäße, umso schlechter ist es, umso höher das Risiko. Und beim Ultraschall, da setzen wir einen Schallkopf direkt auf den Hals und auf den Bauch und können da die Hals- und die Bauchgefäße darstellen. Sehen wir an dem Bild hier die eine Gefäßwand, die andere Gefäßwand und hier kann das Blut durchfließen. Da kann man dann einzoomen und die Gefäßwanddicke direkt messen. Je dicker die Gefäßwand, umso schlechter. Und dann schauen wir uns, wie gesagt, Risikofaktoren an und versuchen herauszufinden, welche Risikofaktoren sind im jungen Alter schon besonders gefährlich, wo lohnt es sich besonders eben anzusetzen. Falls wir jetzt da das Interesse von einigen geweckt haben, alle Tiroler Schüler an Oberstufen, an Berufsschulen und auch Tiroler Lehrlinge an Betrieben im Alter zwischen 14 und 19 sind herzlich eingeladen, da teilzunehmen, können sich gerne bei mir melden. Und den anderen danke ich auch für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Sophia. Wir haben auch schon ein paar Fragen. Ich werde gleich einmal loslegen. Und zwar eine Frage ist, gibt es andere Gefahren durch Salz als die dadurch hervorgerufene Blutdruckerhöhung? Also
Ich stelle mir vor, wenn man jetzt einen eher niedrigen Blutdruck hat, ist es dann problematisch, Salz zu essen? Wenn man einen niedrigen Blutdruck hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass es problematisch ist, Salz zu essen. Ich meine, Salz hat schon andere Auswirkungen auch als nur auf den Blutdruck. Aber da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt nicht die Salzspezialistin, die sich nur auf Salz fokussiert. Ich ziehe jetzt einmal eine Frage kurz vor und gehe dann zu anderen zurück, die wir noch haben. Eine Frage war nämlich auch, wie schaut es mit dem Alkohol genau aus? Welche genauen Risiken entstehen durch Alkohol, insbesondere in Bezug auf Gefäßerkrankungen? Ja, Alkohol kann Auswirkungen auf die Leber haben. Von der Leber weiß man auch, dass die Leber auch in Herz-Kreislauf-Erkrankungen da mitspielt. Alkohol kann auch Auswirkungen auf den Blutdruck haben. Und ja, da gibt es also aber jemand, der Alkohol trinkt, der neigt auch eher häufig, also manche Personen neigen auch dann zu einer ungesünderen Ernährung oder auch einem generell ungesünderen Lebensstil. Ich muss dazu sagen, dass ich meine jetzt damit jetzt nicht das eine Glas Wein am Tag, das vielleicht jetzt nicht so negative Effekte hat, aber das ist ein ganz komplexes sozusagen Wechselwirkungen, die da ablaufen. Gut, dann habe ich noch eine Frage zu niedrigem Blutdruck. Also jemand hat niedrigen Blutdruck. Was kann da, warum kann das sein, dass man immer niedrigen Blutdruck hat? Das kann sein, dass das genetisch bedingt ist. Prinzipiell ist es so, dass ein niedriger Blutdruck zwar lästig ist, weil man einem schwindlig wird beim Aufstehen, aber eigentlich, wie wir gehört haben, jetzt in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eigentlich eher positive Effekte hat. Also vielleicht als kleiner Trost, wenn jemand an den Symptomen von einem niedrigen Blutdruck leidet, dann vielleicht tröstet das. Wenn man einen niedrigen Blutdruck hat, dann hilft es vielleicht, wenn man nicht ganz schnell aufsteht, sondern sich ein bisschen Zeit lässt beim Aufstehen, achtet darauf, viel zu trinken. Und da gibt es schon, und auch beim Ausdauersport kommt da eine Bedeutung zu in Bezug auf die Symptome. Also da gibt es schon auch einiges, was man tun kann, wenn man einen niedrigen Blutdruck hat. Wir haben dann noch eine Reihe an Fragen, die eben in die Richtung vegetarische Ernährung gehen. Also zum Beispiel eine Frage ist, ob man vollständig auf Fleisch verzichten sollte oder ob eine kleine gewisse Menge sogar gesund ist. Dann eine andere Frage ist eben bei vegan gegenübergestellt vegetarisch, was ist gesünder? Und auch noch eine Frage, hallo Sophia, mein Name ist Nina und ich ernähre mich vegetarisch. Ich habe schon mit Familie und Freunden diskutiert, was vegetarische Ernährung mit meinem Körper macht. Was denkst du als Ärztin darüber? Ist eine vegetarische Ernährung wirklich gesünder? Ja, einmal als erstes dazu, ob man Fleisch ganz weglassen sollte. Wir haben gesehen, dass jeden Tag Fleisch zu essen ja nicht unbedingt gesund ist. Also man sollte nicht jeden Tag Fleisch essen. Das ist einmal die erste Message und häufiger mal zur vegetarischen Alternative greifen. Das, was aber wichtig zu betonen ist, dass es ja eine ganze Palette an vegetarischer Ernährung gibt. Wenn man jetzt sehr viele Süßspeisen zum Beispiel isst, dann ist es vielleicht nicht ganz so gesund, wie wenn man viel von den Lebensmitteln, die wir auf der Folie gesehen haben, also Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, auch Nüsse isst, dann ist es vielleicht gesünder als viele Mehlspeisen zum Beispiel. Dann ist es aber auch noch so, dass man einige Punkte beachten sollte. Zum Beispiel, dass das Vitamin B12 eigentlich nur in tierischen Produkten vorhanden ist. Also durch pflanzliche Produkte kann ich das eigentlich gar nicht zu mir nehmen. Und das hat dann zur Folge, dass wenn ich mich jahrelang vegetarisch ernähre, dass ich dann irgendwann einen Vitamin B12-Mangel entwickle. Das heißt, das muss man im Hinterkopf behalten. Und das Zweite, auf das man nicht vergessen sollte, ist das Eisen, weil auch gar nicht so wenige, vor allem junge Mädels, auch
einen Eisenmangel haben und das Eisen aus dem Fleisch, das kann leichter aufgenommen werden als das Eisen aus pflanzlichen Produkten. Also vor allem, wenn man schon ganz grenzwertig ist mit dem Eisen, dann sollte man schauen, wenn man sich ganz vegetarisch ernährt, dass man da das nicht aus den Augen verliert. Darf ich da vielleicht kurz zwischenfragen, was heißt denn nicht aus den Augen verlieren? Also kann man jetzt beim Vitamin B12 und beim Eisen quasi was tun damit, also was trotzdem dann noch vegetarisch ist, oder? Also das Vitamin B12 und das Eisen, das kann man im Blut messen und das kann man sonst auch substituieren, also sozusagen ersetzen. Das sollte man aber dann eigentlich mit sozusagen unter ärztlicher Supervision machen, weil man das selber gar nicht spüren kann, wo man da liegt. Und es gibt aber das aber heißt, es wäre eigentlich vielleicht ganz wichtig. Also ich glaube, man kann ja auch einmal im Jahr zur gesunden Untersuchung zum Hausarzt gehen oder zur Hausärztin und dass man dort das vielleicht auch erwähnt, dass man sich vegetarisch ernährt und dann auch bittet, dass auf das extra geschaut wird sozusagen. Genau, das Können wir dann vielleicht noch einmal kurz eingehen? Die eine Frage war ja eben auch noch einmal vielleicht vegan im Vergleich zu vegetarisch. Kann man da noch irgendwas dazu sagen? Ja, da gelten eigentlich die gleichen Dinge, die wir eh schon besprochen haben. Es ist wichtig, dass man eine ausgewogene Ernährung hat und in seiner Ernährung dann auch nicht restriktiv wird, also nicht auf sich auf nur ganz wenige Lebensmittel sozusagen fokussiert. Und das ist vielleicht die Gefahr bei der veganen Ernährung ein bisschen größer noch. Und dann sollte man eben ganz besonders auch auf das Eisen und das Vitamin B12 achten. Gut. Jemand hat auch gefragt, ob du Medizin studiert hast oder beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen wieder an dein Werdegang eben war zu dem, was du jetzt machst, ob du da schon immer gewusst hast, genau was du machen willst. Ja, ich habe Medizin studiert, ja, das ist richtig, da in Innsbruck und ich mache jetzt, also ich arbeite bei WASCAGE, beim Forschungszentrum WASCAGE in Innsbruck auch und ich mache da auch meinen sogenannten PhD, also das ist so eine wissenschaftliche sozusagen Zusatzausbildung, ein weiteres Studium, das man sozusagen berufsbegleitend macht. Ich habe nicht immer gewusst, dass ich Medizin machen möchte, aber im Endeffekt war es dann doch das Spannendste für mich und ich bin auch sehr froh, dass ich mich für Medizin entschieden habe, weil es doch jeden Tag wieder spannend ist und auch sich sehr viel tut und der Kontakt mit den Menschen natürlich immer sehr, sehr nicht immer positiv ist, aber meistens. Also verstehe das richtig? Das heißt, du arbeitest einerseits in der Wissenschaft, aber trotzdem noch auch als Ärztin oder zumindest mit Patienten und Patientinnen? Also bei uns in Innsbruck, da gibt es den sogenannten klinischen PhD. Da kann man eben sozusagen gleichzeitig studieren und auch wissenschaftliche Projekte direkt am Patienten machen. Aha, okay, sehr spannend. Eine Frage hätten wir dann auch noch, dass jemand fragt wegen immer kalten Händen und Füßen, ob das an einem niedrigen Blutdruck liegen kann. Ja, das kann schon an einem niedrigen Blutdruck liegen, aber das kann auch ganz viele andere Gründe haben. Um jetzt vielleicht nur einen zu nennen, da kann auch zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion die Ursache sein. Aber da gibt es ganz viele Gründe. Das kann man jetzt nicht so pauschal leider sagen, was da der wahrscheinlichste ist. Also auch lieber mal mit dem Arzt drüber reden oder so, gell? Also je nachdem, wie viel Beschwerden das jetzt macht. Wenn es jetzt wirklich sehr einschneidend für jemanden ist, dann kann es sicher helfen, wenn man das einmal mit einem Arzt bespricht. Gut. Dann hätten wir noch eine Frage, noch einmal zurück zur vegetarischen Ernährung wegen Eisen und Vitamin B12. Gibt es da vegetarische Alternativen, also jetzt oder bestimmte Lebensmittel, die das jetzt auch auf der vegetarischen Seite viel enthalten? Ich meine, wir haben vorher schon besprochen, man kann es eben quasi durch Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich supplementieren, aber vielleicht gibt es auch doch noch einige Lebensmittel, wo man sagt, ja, wenn man sich um die bemüht, dort ist dann doch mehr Eisen vielleicht speziell drinnen.
Ja, also beim Vitamin B12, wie davor schon angesprochen, das gibt es in pflanzlicher Form nicht, also das geht leider nicht. Beim Eisen gibt es durchaus Lebensmittel, die da mehr Eisen enthalten als andere. Vielleicht, wenn man gern Eierschwamme mag, da ist auch Eisen drin in manchen Hülsenfrüchten. Es gibt auch Lebensmittel, aus denen das Eisen leichter aufgenommen wird. Zum Beispiel, wenn man irgendwas mit Vitamin C dazu konsumiert, wie vielleicht ein bisschen Zitrone dazu, dann wird es vielleicht leichter aufgenommen. Da gibt es aber auch im Internet Tabellen, wo man sich wirklich bei jedem Lebensmittel das anschauen kann, wie viel Eisen enthaltet es und zum Teil auch, wie gut wird es aufgenommen. Gut, dann vielleicht ein bisschen Themenwechsel. Wir haben auch eine Frage, was ein Warnzeichen für Schlaganfallgefährdung oder so sein kann. Beim Schlaganfall ist es so, dass es auch Vorboten vom Schlaganfall gibt und da ist es ganz wichtig, dass man die auch kennt, wenn man danach was tun kann. Und zwar, wenn man bemerkt, dass man auf einem Auge nichts mehr sieht oder vielleicht in einer Gesichtshälfte oder dass man nicht gut sprechen kann mehr oder man am Mundwinkel hängt oder man Arme, Beine nicht bewegen kann oder vor allem auf einer Seite oder auf einer Seite nicht gut spürt. Auch wenn es nur vorübergehend ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das mit einem Arzt zu besprechen, weil da ist es sehr häufig, dass dann ein wirklicher Schlaganfall die Folge ist. Der wirkliche Schlaganfall hat dann auch ähnliche Symptome, kann ähnliche Symptome haben, wie wir die jetzt besprochen haben. Auch wieder eben Sehstörungen, Bewegungsstörungen, vor allem einseitig, hängender Mundwinkel, dass man auf einer Seite nicht mehr spürt. Man kann aber auch Schwindel haben und Probleme mit dem Gehen. Das sind einmal sehr also häufige, wichtige Symptome. Und da sollte man auf jeden Fall umgehend dann die Rettung rufen. Und allgemein, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen allgemein, gibt es da frühe Symptome oder was sind frühe Symptome, auf die man achten kann? Ich glaube, du hast ja vorher schon gesagt, dass es natürlich im jungen Alter so ist, dass man die durchaus schon haben kann, ohne dass man das irgendwie bemerkt. Aber was sind so die ersten Anzeichen vielleicht? Also beim Schlaganfall haben wir jetzt ja die Vorboten gehört. Beim Herzinfarkt gibt es da ähnliche, wenn man einen Druck auf der Brust hat, vor allem wenn der in den linken Arm ausstrahlt, dann ist das ein wichtiges Symptom. Bei Frauen kann es auch ein bisschen diffuser sein, auch einmal woanders hin ausstrahlen. Und auch wenn man zum Beispiel beim Bergaufgehen merkt, ich habe immer so einen Druck auf der Brust und irgendwie geht das alles sehr viel schwerer als früher. Dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, wo das herkommt und sich vielleicht da auch mal abklären lassen. Wir haben auch noch eine Frage zum Herz. Und zwar, ich habe mal von einem Sportarzt gehört, dass man, wenn man viel Sport macht, zum Beispiel 6-mal in der Woche, ein größeres Herz bekommt und dass es dann gefährlich werden könnte, wenn man plötzlich aufhört, sich zu bewegen. Stimmt das und was ist an einem größeren Herz gefährlich? Das stimmt schon. Man sollte jetzt nicht von einem Moment auf den nächsten, wenn man ganz viel gesportet hat, dann gar nichts mehr machen. Das hat dann auch mit dem Kreislauf zu tun, wenn man das zu schnell umstellt, dass sich der Körper dann nicht mehr schnell genug sozusagen anpassen kann. Also das heißt, man soll sozusagen langsam auch wieder abtrainieren, wenn man dann aufhören möchte. Ja. Okay. Dann eine Frage ist auch, sollte man Nahrungsergänzungsmittel generell verwenden? Also für Nahrungsergänzungsmittel gibt es eigentlich keine Studien, die besagen, dass Nahrungsergänzungsmittel irgendwas bringen. Es macht sehr viel mehr Sinn, eine ausgewogene Ernährung zu pflegen, sozusagen, mit den Lebensmitteln, die wir gehört haben, dass sie besonders gut sind. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und so weiter. Und das geht auch nicht, dass man sich ungesund ernährt und dann stattdessen Nahrungsergänzungsmittel nimmt und dass das gleich gut ist. Das ist leider nicht möglich.
Und es ist auch nicht so, dass der gesunde Mensch normalerweise irgendeinen Mangelzustand hat, zum Beispiel, dass man Vitamin K oder irgendwas anderes zusätzlich einnehmen würde. Also das hat dann eigentlich keinen Benefit, weil man normalerweise, wenn man sich ausgewogen ernährt, genug von all diesen Nahrungsmitteln zu sich nimmt. Und es hat sogar Studien gegeben zu Fischölkapseln in den Formulierungen, die man im Drogeriemarkt kriegt, und da ist eigentlich immer rausgekommen, na, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Also da sollte man vielleicht mit dem Geld sich lieber was Gutes kochen. Sehr gut. Vielleicht haben wir jetzt, wir haben ja vorher jetzt über Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen, wie man sie erkennt. Vielleicht wirst du uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie man sie jetzt eigentlich behandeln kann. Da gibt es mal Sachen, die man akut machen kann. Beim Herzinfarkt gibt es da einen sogenannten Herzkatheter. Da fährt man mit einem Schlauch sozusagen bis zu den Herzkranzgefäßen vor. Und wenn sich dann so eine Verengung zeigt, wie wir es in den Fotos gesehen haben, dann kann man die aufdehnen und auch so eine Art quasi wie so ein Metallgestänge dort lassen, damit das auch offen bleibt. Und man kann auch im Verlauf bei Verengungen kann man auch eine Operation machen, um diese Verengungen an dieser Stelle zu beseitigen. Was Ähnliches gibt es auch beim Schlaganfall. Da gibt es zum einen auch die Möglichkeit, dass man mit einem Katheter zu dem Gehirngefäß geht und die Verengung aufdehnt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, also eine Gerinnselauflösetherapie im Akutfall, dass sich diese Verengung dann wieder von selber ein bisschen auflöst. Und auch da beim Schlaganfall gibt es die Möglichkeit, auch durch eine Operation diese Verengungen sozusagen auszuschälen. Aber es ist natürlich so, dass man dadurch nur an diesem Ort die Verengungen beseitigen kann, aber meistens das am ganzen Körper dann schon vorhanden ist. Deshalb ist es sehr viel sinnvoller, da das gar nicht zum Entstehen kommen zu lassen, als sich da auf die Therapien sozusagen zu verlassen. Aber es gibt natürlich wirksame Therapien, um die Symptome von einem Herzinfarkt und von einem Schlaganfall denen entgegenzukommen. Dann haben wir auch nochmal eine Frage zum Öl. Also es gibt ja diese Omega-3-Balanceöle. Sind die, soll man die wirklich nehmen oder ist das nicht so gut, wie jeder sagt? Aber es ist ja eigentlich dann, denke ich, nicht wirklich ein Nahrungsergänzungsmittel, sondern doch wirklich die echten Öle sozusagen. Ja, also pflanzliche Öle wie Rapsöl oder auch das Olivenöl zum Beispiel, das kann man gern verwenden, aber alles eben, was dann in die Richtung irgendwelche Produkte, die versprechen, gut für die Gesundheit zu sein, im Gegensatz zu Medikamenten oder Impfstoffen müssen solche Produkte keine Wirksamkeit zeigen, durch keine strengen Studien durchgehen, können eigentlich alles auf die Verpackung schreiben, was sie wollen, und das kontrolliert keiner. Also da würde ich schon skeptisch sein. Genau. Ich habe dann vielleicht noch eine Frage. Du hast ja vorher erwähnt, dass Jugendliche so 1 Stunde pro Tag Bewegung machen sollen, sogar mit leicht schwitzen. Für Erwachsene hast du gemeint, das ist vielleicht ein bisschen weniger, aber gibt es da auch Empfehlungen, wie das dann ausschauen sollte? Wenn man eine halbe Stunde pro Tag sich betätigt als Erwachsener, dann ist es neben dem Beruf dann auch schon oft einmal genug fordernd und ist dann auch quasi hat auch positive Effekte. Aber generell gilt natürlich, je mehr man sich bewegt, umso besser. Also die meisten sind ja keine Leistungssportler, je mehr man im Hobbysportbereich sich bewegt, umso mehr bessere Auswirkungen hat es. Sehr gut. Ich schaue jetzt gerade mal noch, ob wir noch irgendwo eine Frage haben. Ich glaube, wir sind schon eher gegen Ende. Gibt es noch irgendwas, was du sagen würdest, also was du gerne einfach mitgeben würdest, was du sagst, das ist dir wirklich ein Anliegen, an die unsere vielleicht gemischte Zuschauer- und Zuhörerschaft mitzugeben von eurem beruflichen Alltag? Eigentlich haben wir das Wichtigste eh schon
gesagt. Also ja, einfach sich der positiven Effekte von gesunder Ernährung, vom Nichtrauchen, vom Sport, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, wenn man vielleicht gerade Motivationsprobleme hat, wenn man das einmal wirklich fix in den Alltag integriert hat, nachher ist es dann irgendwann einmal schon ganz automatisch. Genau, man hört ja bei der Bewegung auch, dass es jetzt nicht nur für den Körper quasi gut ist, sondern auch fürs Hirn und für die Gedächtnisleistung. Auf jeden Fall. Genau. Also wir haben uns zwar auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert, aber Bewegung, Ernährung, Nichtrauchen haben auch viele andere Erkrankungen positive Einflüsse. Genau. Dann haben wir eine letzte Frage, stelle ich noch, und zwar, ob man auch zu viel Sport machen kann und ab wann das dann auch irgendwie gefährlich werden kann oder zu einer Überlastung kommen kann. Also zu viel, ich meine, wenn es in die Richtung wirklich Leistungssport geht, dann kann es schon auch sein, dass das einmal zu viel wird. Also man weiß ja von vielen Sportarten auch, dass es auf Dauer nicht so nicht wirklich gesund ist und dass es besser wäre, wenn man nicht ganz so viel machen würde. Man sollte vor allem auch aufpassen, wenn man auf einmal dann das Trainingspensum steigert, und schon dem Körper da Zeit zu geben, dem Körper und auch den Gelenken und so weiter Zeit zu geben, sich daran anzupassen. Super, vielen Dank. Ich denke, auch da ist wahrscheinlich so, wenn man wirklich viel Bewegung, viel Sport machen will, richtig viel, dass man vielleicht auch einmal mit einem Sportarzt das abklärt, ob das für einen passt. Wenn man in den Okay. Leistungsbereich gehen will, auf jeden Fall macht es dann Sinn. Gut, super. Vielen herzlichen Dank, Sophia, für diese wirklich interessanten, vielen Fragebeantwortungen und den interessanten Vortrag. Und ich gebe zurück an die Lisa.